Willkommen zum fünften Modul der Fortbildung in erlebter Beratung, zu dem ich hier einen kurzen Überblick gebe. In diesem Teil des Crashkurses gehe ich auf die Besonderheiten der Paarberatung ein. Die erlebte Beratung eignet sich sowohl zur Beratung von Individuen als auch von Paaren. Bei Paaren kommen aber einige Themen hinzu. Zuerst einmal, was ist ein Paar? Im Grunde genommen gibt es das Paar als Gegenstand einer Beratung nicht, denn ein Paar hat weder Körper, noch Gedanken, noch Gefühle. Man kann mit einem Paar nicht sprechen und man trifft es auch nirgends an. Ein Paar ist lediglich ein anderes Form für die intime Kommunikation zweier Menschen. Diese Kommunikation wird von Individuen geführt. Und daher ist eine Paarberatung im Grunde nichts anderes als eine Beratung von zwei Individuen, die sich in einer spezifischen Weise aufeinander beziehen. Zentrales Merkmal einer Paarbeziehung ist die verbindende Liebe. Von dieser kommen in einer Paarbeziehung allerdings nicht bloß eine, sondern gleich drei unterschiedliche Formen vor. Bezeichnend ist, dass sich diese Liebesform nicht, wie oft behauptet wird, gegenseitig stützen und fördern, sondern dass sie sich im Gegenteil beißen können. Ein Berater sollte diese unterschiedlichen Liebesformen daher gut im Auge haben. Auf diese drei Liebesformen, die partnerschaftliche, die freundschaftliche und die emotional leidenschaftliche Liebe, gehe ich im ersten Abschnitt dieses Moduls ein. Im zweiten Abschnitt schildere ich, inwiefern eine Beziehung ein Eigenleben führt. Das Eigenleben einer Beziehung bedeutet, dass weder der eine noch der andere Partner noch beide zusammen bestimmen können, wie ihre Beziehung aussieht und was sie miteinander verbindet. Das zu begreifen, ist für Paare nicht leicht, aber auch manche Paarberater hängen der Illusion nach, Liebe wäre willentlich gestaltbar oder um es noch klarer auszudrücken, sie wäre machbar. Das Eigenleben einer Beziehung führt zu einer Konsequenz, die ich im dritten Abschnitt beschreibe. Diese lautet: Paare können nicht auf die Liebe durchgreifen, sie können die Liebe lediglich auslösen. Oder, besser gesagt, sie können versuchen, sie im Störungsfall erneut auszulösen. Ob das gelingt oder ob Liebe durch Durchgriffsversuche weiter verhindert oder beschädigt wird, hängt von den an der jeweiligen Störung beteiligten Problemfiguren ab. Im vierten Abschnitt zeige ich, wie die Probleme einer Paarbeziehung durch die Zusammenarbeit von zwei Problemfiguren entstehen und wie jeder Partner seine Lösungsfigur im Konflikt bereits entwickelt. Dabei wird also auch klar, dass in einer Paarbeziehung die Lösung wie in der Individualberatung im Problem verborgen ist. Im fünften Abschnitt lege ich schließlich einige Werkzeuge in den Werkzeugkasten der erlebten Beratung. 7 Stück an der Zahl. Wie Sie sehen, befinden sich in diesem Modul sowohl theoretische Betrachtungen als auch praktische Hinweise zur Paarbeziehung und Paarberatung. Und natürlich operiere ich wieder mit Beispielen. Ich wünsche viel Spaß und viele Erkenntnisse bei diesem Modul.